ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe jetzt gerade nicht Katjas Figur bei mir, aber ich werde sie irgendwo hier einblenden. Also im heutigen Video werde ich euch zeigen, wie ich eine Schule gebastelt habe. Also auf jeden Fall der erste Teil davon, also das Untergeschoss. Ihr könnt es hier auch kurz sehen und wir fangen auch direkt an. Am Ende des Videos werde ich dann die zwei Leute grüßen. Wir fangen dann am Eingang an. Die Schule heißt Maiglöckchen-Gymnasium, also das ist ein Gymnasium und Maiglöckchen finde ich super schön. Also ja, ich wollte auf jeden Fall so einen süßen Namen und da passt Maiglöckchen perfekt. Hier haben wir die Eingangstür, die kann man auch übrigens auf und zu machen und sogar richtig gut, also das geht wirklich einfach. Und da freue ich mich riesig, weil das ist meine erste Tür, die richtig auf und zu geht. Und das habe ich mit Nagel gemacht. Also oben und unten habe ich dann in die Tür einen Nagel reingepiekst. Und die Nagel dann auf eine Seite festgeklebt. Und dann gehen die Türen so auf. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie ich das besser erklären soll. Aber vielleicht zeige ich euch mal in einem anderen Video, wie ich das gemacht habe. Daneben sind die Toiletten. Ich mache mal die Stufen kurz weg. Es gibt drei. Und diese Türen gehen auch auf und zu. Und hier seht ihr ein bisschen besser. Hier seht ihr den Nagel von oben und unten kommt auch eins rein. Ja, drei Kabinen. Die gehen alle auf. Hier drin sind erstmal nur Toiletten. Die Waschbecken muss ich erst noch basteln. Und dafür hatte ich erstmal noch keine Zeit und keine Lust. Hier ist eine andere Kabine, das ist für die Lehrer. Ja, und die ist im Moment auch leer. Ich habe den Untergeschoss nämlich noch nicht eingerichtet, das werde ich euch dann später zeigen. Hier sind die Schließfächer. Die habe ich ganz einfach gemacht, denn diese Schließfächer sind einfach ausgedruckt und ich habe sie einfach dort drauf geklebt, also super einfach. Hier habe ich noch diesen Boden hingeklebt, denn es fehlte ein bisschen Farbe, finde ich, und das passt auch ganz gut da rein. Hier ist ein riesigen leeren Platz und dort kommt dann die Mensa rein. Hier ist das Sekretariat, hier ist eine schöne Öffnung. Hier auf der Seite ist auch ein riesiges Fenster und hier steht Office, das heißt Sekretariat in Englisch. Und in das Sekretariat können wir jetzt gehen. Es ist im Moment auch leer. Hier sind nur ein paar Poster, aber die zeige ich euch mit mehr Details später. Hier hinten ist dann das Büro von dem Direktor. Hier seht ihr eine Tür, die ich angeklebt habe. Die geht aber nicht echt auf. Und hier drin ist es auch leer. Hier ist sogar gar keine Tür. Und vielleicht denkt ihr euch, wie wir denn darin spielen oder filmen können, wenn das überall zu ist. Und diese Wand geht komplett ab. Kann man dann überall spielen. Und das geht dann auch ganz einfach wieder rein. Okay. In dieser kleinen Ecke kommen dann Bänke hin. Dann können die Schüler sich hinsetzen, bevor sie im Sportunterricht gehen. Hier ist dann die Sporthalle. Das ist nichts Besonderes. Ich habe dann nur diese Körbe dazu gebastelt. Auf der anderen Seite ist auch eins. Und die Sporthalle kann man auch so abmachen. Also die ist nicht dran geklebt. Also auf beiden Seiten ist es offen, also man kann da dort richtig gut spielen und auch wieder mal filmen. Okay, also ich habe auch übrigens alles aus diesen großen Schaumstoffplatten gemacht. Denn ihr könnt auch Karton nehmen, aber was ich damit praktisch finde, ist, dass es schon weiß ist. Da muss ich halt nichts anmalen und es ist auch schön weiß, also so schön glatt weiß. Das ist halt super praktisch für mich. Also, ich zeige euch nochmal die Fenster. Also hier seht ihr sie nicht sehr gut. Ich versuche mal einen anderen. Den da seht ihr ein bisschen besser. Also hier sind überall Fenster. Hier sind auch welche. Und das sind im Moment die einzigen Fenster. Und ich habe einen Rahmen drumherum gemacht, damit es schöner ist. Ich habe aber nicht schwarzes Papier genommen. Ich habe eine Mappe benutzt. Also die schwarz ist so ein bisschen, also nicht wirklich glitzert, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Weil dann sieht es viel schöner aus, wenn es nicht einfach Papier ist. Und ja, beim Eingang
ist hier auch nochmal Maiglöckchenschule. Hier sind zwei Stufen, damit man zur Tür hereingehen kann. Die Fassade werde ich auch in einem anderen Video ein bisschen schöner dekorieren. Also glaube ich zumindest. Ich bin wieder auf diese Seite. Aber bevor ich euch zeige, wie das dann aussieht, wenn alles eingerichtet ist, möchte ich euch noch was erzählen. Also die Basis, also diese Platte, ist auch eine Schaumstoffplatte. Ihr könnt es hier sehen, also das ist die Schaumstoffplatte. Von diesen vier Ecken drauf geklebt. Da habe ich mich von meiner eigenen Schule inspiriert. Die hat nämlich so einen Boden. Aber das Problem war, weil ich dafür ganz viel Kleber benutzt habe. Hat diese Platte sich eingerollt. Also die war dann nicht mehr ganz flach. Was überhaupt nicht praktisch ist, weil dann können wir nicht damit spielen. Da kann ich die Wände nicht einkleben. Also das geht nicht. Und wir haben lange darüber gedacht und wir haben irgendwie keine Lösung gefunden, außer die Platte auf eine Holzplatte zu kleben, weil die Holzplatte ist ja flach und dann wird hoffentlich diese Platte auch flach. Und das haben wir dann gemacht. Ihr kennt hier auf der Seite auch die Holzplatte. Und die ist richtig schwer. Also nicht richtig schwer, aber ein bisschen schwer ist die schon. Und ja, diese Holzplatte haben wir von einem Freund von meinem Vater bekommen, was übrigens sehr nett von ihm war. Und ja, dann konnte ich endlich weiter basteln und dann habe ich einfach die ganzen Wände angeklebt und so weiter. Okay, ich glaube, das war's auch schon. Ich werde euch jetzt zeigen, wie das eingerichtet aussieht. Und so sieht dann der eingerichtete Erdgeschoss von dieser Schule. Stopp! Bevor wir mit der Roomtour weitermachen, möchte ich euch erst ein Set zeigen. In diesem Set habe ich nämlich ganz viel davon benutzt und ja, ihr bekommt jetzt einen kleinen Unboxing. Viel Spaß! Der fertige aufgebaute Set aus. Und ja, also hier haben wir dann die zwei Tische mit den Bänken. Hier hinten haben wir dann ganz viele Regale für Stauraum, gleich an der anderen Seite. Und auf die zwei Regale kann man dann das da befestigen und drauf kommt dann dieser Dach. Also ich finde das auf jeden Fall sehr kreativ. Hier haben wir dann ein paar Zäune. Die Figuren, also hier haben wir erstmal hier, also ein Opa. Passend dazu eine Oma. Ups. Hier haben wir nochmal so eine Figur. Hier haben wir dann das Kind, das die Schuluniform anhat, was sehr praktisch für mich ist. Also hier haben wir dann die Figur, die eigentlich Schüler werden sollte. Und hier haben wir die Uniform. Und jetzt werde ich die zwei Köpfe austauschen, damit halt diese Figur diesen Outfit anhat. Und dann hat dieser Kopf diesen Outfit an. Und wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt. Wie ich die Köpfe von den Kindernfiguren abmache, seht ihr jetzt gleich. Also, ich mache das drumherum. So eng wie möglich. Und dann, wenn ich merke, dass es richtig eng ist, kann ich dann den Kopf ein bisschen ziehen. Und dann ist der Kopf auch schon ab. Das geht ehrlich gesagt richtig einfach. Man muss nicht super stark sein oder so. Und das gleiche mache ich jetzt mit dieser Figur hier, damit ich die Köpfe austauschen kann. Figur ist das ein bisschen schwerer. Okay, bei dieser Figur ist das ein bisschen schwerer, also mache ich das kurz ohne Kamera. Okay, jetzt habe ich es hingekriegt, war doch nicht so schwer. Jetzt kann ich diesen Kopf einfach hier drauf machen und der hat auch noch seine Krone. Warum, das zeige ich euch vielleicht in ein anderes Video.
Und dann kann diese Figur diesen Outfit haben. Steht ihr sehr gut. Okay, und jetzt hat der auch seine Schuluniform. Also hier könnt ihr schon die Mensa erkennen. Und das sind Tische. Und die Stühle sind direkt mit dem Tisch kombiniert. Also das ist praktisch, weil dann fallen die Stühle auch nicht um und so. Ich zeige euch mal, wie das mit einer Figur aussieht. Die können sich dann auf diese schwarzen Teile hinsetzen. Und da sind 5 Plätze überall am Tisch. Und den Tisch, also das ist Karton, das ist Karton, das ist Karton. Also den Tisch und die Stühle sind Karton. Die habe ich dann einfach mit Papier beklebt. Dieses Teil in der Mitte ist auch Papier, das ich eingerollt habe. Und das sind Holzstiele. Die Holzstiele habe ich nur mit einem grauen Metallicstift angemalt, damit es echter aussieht. Und dann konnte ich auch schon die Stühle draufkleben und das war's schon. Es sieht viel komplizierter aus, als es ist. Also ja, davon habe ich jetzt 5 gemacht. Das heißt, es sind 25 Plätze. Hier auf der Seite gibt es dann was zu essen, was auch in eine Mensa gehört. Die Schüler können sich hier sowas nehmen und dann können sie hier, also hier können sie dann ein bisschen Salat nehmen. Hier oben sind dann die Teller und die Gläser. Und hier hinten sind auch ein paar Donuts und 2 Cupcakes dabei. Das kann ich wieder dorthin packen. Also ja, richtig praktisch, richtig schön. Und das habe ich auch hier aus wieder diese gleiche Platte wie die Wände gemacht. Das ist Karton, den ich mit metallic-grauem Papier beklebt habe. Und das war's eigentlich schon. Sehr kompliziert ist das nicht. Hier sind dann die Schließfächer. Und daneben ist ein kleiner Möbelstück mit ein paar Trophäen. Also das habe ich oft in so Schulen gesehen. Also ja. Und diese Schule soll ja auch übrigens eine Privatschule sein. Deswegen dachte ich, können sie ruhig ein paar Trophäen haben. Daneben hängt ein Poster von einer Talentshow. Und hier sind dann die Stufen, die habe ich euch ja noch nicht richtig gezeigt. Die sind noch nicht angeklebt, aber die werde ich später ankleben. Ich nehme sie mal raus, damit ich sie euch besser zeigen kann. Stufen sind auch meiner Meinung nach richtig schwer zu basteln. Also ich habe jetzt geschafft, Stufen zu machen, die einigermaßen in Ordnung aussehen. Die sind mir aber ein bisschen zu klein geraten. Aber ich habe keine Lust, sie nochmal zu machen. Also ja, das sind jetzt die Stufen. Und die kommen dort drüben in der Ecke. Die 2. Etage mache ich dann in den 2. Teil von die Schule basteln. Also abonniert meinen Kanal, damit ihr das Video nicht verpasst. Jetzt gehen wir kurz im Sekretariat. Hier steht ein Büro, ein Computer, Telefon und solche Sachen. Hier hinten 2 Stühle. Und dort hinten ist ein kleines Bett, falls Kinder sich verletzen. Und ihr seht auch ein paar coole Poster, wie Stay Safe und Hände waschen. Das ist ja im Moment sehr wichtig. Und hier ist eine kleine Posterwand, also da hängen ganz viele Poster. Auch ein paar von der Talentshow und ganz viele anderen. Jetzt gehen wir hier rüber. Hier seht ihr auch schon die Bänke. Und hier ist so ein kleines Turngerät. Das ist eigentlich zum Kleideraufhängen, aber man kann auch drauf turnen. Deswegen steht das da, weil die Sporthalle sonst zu leer war. Und ja, das war's eigentlich schon mit der eingerichteten Schule. Aber irgendwas fehlt doch noch. Ja, genau, die Schüler und Lehrer. Ja, so ist es schon viel, viel besser. Also, hier hinten seht ihr schon mal die 2 Sekretärinnen mit einem kranken Jungen da hinten. Aber was uns interessiert, ist mehr hier. Die Mensa sieht auch viel besser aus, wenn die Tische befüllt sind. Und wir fangen schon bei den Lehrern an. Das ist der Direktor. Das ist der Sportlehrer, Herr Wade. Das ist ein Helfer, also das ist kein wirklicher Lehrer, aber der hilft einem anderen Lehrer, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist eine Lehrerin. Das ist Frau Palette. Das ist die Kunstlehrerin. Und daneben ist Herr Plup Plup. Also
Also komischer Name, eigentlich sollte es ein Scherz sein, aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt und jetzt heißt er Herr Plupplup. Das ist der Musiklehrer übrigens. Daneben haben wir den Mathelehrer, Herr D. Und hier haben wir den Sprachenlehrer, also der Englischlehrer. Und es ist normal, dass er wie ein Franzosen aussieht. Das soll halt der Witz sein, dass der halt Englisch unterrichtet und so wie ein Franzose aussieht. Ja, das soll ein bisschen witzig sein. Das war's mit den Lehrern. Und jetzt kurz zu den Schülern. Ihr habt wahrscheinlich auch gemerkt, dass alle Jungs den gleichen Outfit anhaben. Fokussiere mal. Ja, die haben alle den gleichen Outfit an. Und das ist normal, das soll nämlich ihre Schuluniform sein. Ich finde das irgendwie richtig cool, wenn ganz viele Playmobil den gleichen Outfit anhaben. Keine Ahnung warum, aber ich wollte das so. Und ihr habt wahrscheinlich auch gesehen, dass die Mädchen nicht alle den gleichen Outfit anhaben. Und das ist, weil ihre Schuluniform noch nicht gibt. Also ich weiß schon, in welchen Playmobil-Sets sie sind. Aber die gibt es halt noch nicht. Erst im Juni kann ich sie kaufen. Deswegen sehen sie im Moment alle normal aus. Ich benutze dann nur ihre Frisuren, damit die andere Frisuren haben. Und ja, das sind dann die meisten von den Schülern, also fast alle Schüler. Ein paar habe ich ja noch nicht. Und ja, wie gesagt, das ist eine private Schule. Und deswegen wollte ich, dass sie Uniform anhaben. Und so sieht dann die erste Etage oder das Erdgeschoss von einer selbstgemachten Schule aus. Wie dann die Etage aussieht, das seht ihr dann in einem anderen Video. Ich werde jetzt erstmal noch zwei Leute grüßen. Ich grüße als erstes die Mia und als nächstes Merle. Also liebe Grüße an euch zwei. Das war's dann auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht einen Daumen nach oben zu geben und meinen Kanal zu abonnieren. Schaut auch gerne bei mir auf Instagram vorbei. Ich heiße dort Familie_Freundorfer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.